So, Freunde, wir sind hier wieder bei Majora's Mask, Epic Fail und so, ihr wisst schon. Ich muss gerade mal nochmal was gucken hier, und zwar spackt das. Nein, es spackt nicht rum, der Ton spackt nicht rum. So, wir machen jetzt hier weiter. Es hat mir jemand geschrieben. Ja, hallo? Ey, ich bin doch gerade gelaufen. Ey, das geht nicht mehr, wieso geht denn das nicht mehr? Ey, hallo? Warum? Was soll das denn jetzt? Der Controller ist eingestellt, Leute. Warum funktioniert. Ach so. Ah, ich. Oh, wie doof, ey. Ich habe auf diesen Knopf gedrückt, der. Wie heißt denn der? Steht da gar nichts. Doch, Mode. Auf diesen Mode-Knopf. Und dann hat er eine andere Steuerbelegung. Hätte ich mit dem Steuerkreuz. Warte, ich probiere das gerade mal. Ja, hätte ich mit dem Steuerkreuz steuern können. Oh, wie doof, ey. Epic Fail. So. Ah. Wir sind auf dem Endspurt hier, Leute, zum Mond, das Horror-Kit kaputthauen, tothauen, whatever, wie ihr es nennen wollt. Aber ich mach das jetzt mal ganz stylisch hier, so wie man es machen sollte, mit Deko-Dingens hier. Bams! Und tschüss. Zack, einmal da hoch. Wir holen uns aber jetzt den Weg hier mit der Mondperle und gehen da nicht irgendwo über die Dächer von Südunruhstadt, um zu dem Turm zu kommen. Wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit, also machen wir auch noch ein bisschen was hier. Ich meine, mein Gott, warum nicht? Wenn die Mondträne überhaupt noch da ist, ich weiß ja nicht, vielleicht ist sie nur am ersten Tag da. Keine Ahnung. Wer weiß, was sich das Spiel da wieder ausgedacht hat. Düm, düm, Ebene von Termina. Bin ich jetzt genau falsch rumgegangen, ne? Ist genau auf der anderen Seite, oder wie? Dö, hakt bloß rum. Ja. Ach, verdammter Mist. Wir müssen doch erst da rein, müssen erst durch das Fernrohr gucken. Oh, ah Gott! Leute, wir müssen erst durch das Fernrohr gucken und dann, genau, dann weint der Mond, dann sieht man das Horror-Kit, genau. Junge, lass mich mal da reingucken. Hab ich von noch nie gesehen. Bist du ein Freund der Bomber? Ich sag ja immer, es ist wichtig, Interesse für etwas aufzubringen, solange man jung ist. Ich erlaube dir, dieses Teleskop zu benutzen, um dich umzusehen. Versuch's doch mal. Willst du Teleskop gucken? Ja, wollen mal reingucken. So, komm. Zeig uns hier, da oben. Fette Rocky drauf. Zoom, bams, da sehen wir's, hä? Ja. Guck mich so doof den Mond an, ey. Der Mond fängt jetzt gleich an zu heulen und wirft erstmal voll die Träne runter, Leute. Da, so ein Riesenkomet. Wenn das wirklich eine Träne wäre und die aus Wasser bestehen würde, dann wäre das schon längst verdampft. Aber, naja, gut, ist halt Zelda-Logik, ne? Da verdampfen die Tränen nicht. Hier, Horror-Kid, der wird gleich noch ordentlich eins aufs Maul kriegen, wenn wir es mal so sagen dürfen. Ja, ich werde den Mond erstmal hier machen, so normal. Werde euch dann zeigen mit, Und, wie war's? Hast du etwas Interessantes entdeckt? Ja, natürlich. Ja, hier ist es mir dann schon mal passiert, dass ich einfach runtergegangen bin und die Träne nicht mitgenommen habe. Ist natürlich sehr ärgerlich. Ne, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ah ja, genau, dann werdet ihr da noch sehen im Grabber, wie man die Maske der grimmigen, Verschissenheit holt oder Gottheit oder was auch immer. Werden wir nämlich dann auch noch holen. In einem der nächsten Parts. Ich denke, wir werden es bald durchhaben hier. Dann werde ich ein neues Projekt starten. Ich wollte eigentlich schon längst gestartet haben, aber da es im Moment wieder jetzt vor Weihnachten nochmal ein bisschen klausurmäßig losgeht, habe ich gedacht, starte ich das noch nicht, sonst komme ich wieder nicht nach. Heute wird es auch kein Mickey geben, weil ich erstens noch was für die Uni machen muss, was am Wochenende nicht machen konnte und weil das Blatt noch nicht da war. Und ja, dann muss ich noch was für die Schule tun. Da sind sie nämlich wieder ausgerastet mit Hausaufgaben. Weiß auch nicht, was da los ist. Also vor Weihnachten muss man echt nicht so ausrasten. Das muss echt nicht sein. Und naja, aber dann spätestens nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, wird's dann. Nee, Quatsch, was sag ich? Spätestens. Also Baten Kaitos und wie heißt das hier? Fire Emblem wird auch wieder weitergehen. Hui, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Aber ja. Ihr werdet auf jeden Fall einiges sehen dann. Gehen wir mal einfach mal hier rum. Und ja, nachdem Zelda abgeschlossen ist, wird es wie gesagt ein neues Projekt geben. Es ist ein Wii-Projekt. Und ja. Oh, eine Truhe. Dann wollen wir mal gucken, was wir da noch so alles machen. Silberrubin. Ich kann keine mehr tragen. Ja, toll, jetzt kommen wir ja gar nicht mehr weg. Und ja. Hier, Octopus Challenge. Können wir das eigentlich machen? Ja, genau, durch die Treppe gefallen. Habt ihr das gesehen? Wie zum Teufel kann der denn da durchfliegen? So, Mondträne. Epic, komm. Ja, warte, warte.
Das ist meine Blume! Da kommst du nicht rein! Na, wie sollen wir denn als normaler Mensch heute in die Blume rein? Das rafft er einfach nicht, dass wir einfach mal ein Deko sein müssen dafür. So, willst du uns verkaufen? Hier, komm schon. Hier, hast du Träne und so. Bitteschön. Ah, dieser Stein, du musst ihn mir geben. Als Gegenleistung biete ich dir meinen Platz hier inklusive Dekoblume an. Ja. Können auch einfach das Unkraut von der Dekoblume einfach mal wegmachen, dann hast du gar keinen Platz mehr. Oh, du hast mir wirklich sehr geholfen. Jetzt habe ich das perfekte Souvenir für meine Frau. Es ist schon lange Zeit her, seit ihre Augen den Glanz eines so wertvollen Juwels sehen durften. Die Urkunde für diesen Platz erfreut sich... Was? Erfreut sich in Dekokreisen in ganz Terminal höchster Beliebtheit. Es soll kein Problem darstellen, sich gegen deinen hohen... einen hohen Preis an einen anderen Deko weiterzuverkaufen. Jo, das mach mal. Da kannst du mal von ausgehen. Hier wollen die doch alle ihr Deko-Dingens haben. Ja. Frage ich mich auch, wie der diese 30 Millionen Säcke da aus der Blume rausholt. Da ist doch gar nicht so viel Platz drin. Aber Hauptsache, er hat Spaß. So, okay. So, die Urkunde werden wir never ever endeavor brauchen. Die können sie als Klopapier benutzen. Die brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt einfach hier in die Blume rein. Gehen jetzt einfach mal da hoch. Bam! Oh. Jetzt frage ich mich aber doch, wie man denn meint, wie man auf den Uhrturm kommt. Wie soll man denn bitte schön von da drüben hier hochkommen als normaler Mensch? Müsste man ja schon von da oben, das geht aber doch gar nicht. Naja, weiß der Geier, wie die Leute hier sonst reinkommen. So, wir kommen jetzt hier auf jeden Fall gar nicht erstmal rein, weil hier ist zu und so. Wir müssen jetzt warten, bis da 5 Minuten vor Ende ist. Und, ja, ich habe hier mein gutes Buch und hier müsste eigentlich die Melodie drin stehen, womit man die Zeit um die Hälfte, glaube ich, verschnellern kann da oder was auch immer. Probieren wir mal aus. Also nicht verschnellern, aber wie man so einen halben Tag nach vorne laufen lassen kann. Das müsste das hier eigentlich sein. Ach Quatsch, das ist doch die Hymne der Zeit rückwärts. Hab ich einen Schaden? Bossa Nova der Kaskaden war das doch, oder? Komm, hau rein. Probier mal das mal. Jo, das hört sich schon eher richtig an hier. Ja. Ja, wie Hammer. Da ist ja jetzt echt viel passiert, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Um genau zu sein, ist da ja jetzt gar nichts passiert. Warum, was steht denn hier? Uralte sagen der Zoris berichten von riesigen Schildkröten, die Wanderer auf ihren Rücken über das Meer reisen lassen, wenn das Lied am richtigen Ort gespielt wird. Ja, das wollten wir doch eigentlich nicht haben. Ich weiß, dass es ein Lied gibt, was die Hälfte des Tages da schneller macht. Frage ist nur wo. Ja, wir haben ja eh Zeit, wir müssen ja eh warten, Leute. Also insofern können wir jetzt hier auch ein bisschen gucken, wo das Lied ist, wenn es es überhaupt jetzt gibt. Wenn die Wächter am Ende ihrer Kräfte sind, wenn die Welt am Abgrund steht, wenn es scheinbar keine Hoffnung mehr gibt, dann spiele dieses Lied. Hm. Interessant. Ich frag mich gerade, haben wir eigentlich... Wir haben nur alle Lieder. Haben wir das Lied? Gesang des Himmels? Ja, da haben wir Gesang des Himmels. Naja, das ist interessant. Ich weiß zwar nicht mehr, wann wir das gelernt haben, aber egal. Ja, Thema der Zeit. Thema der Zeit! Thema der Zeit, da haben wir es doch. Mein Gott, so dicht vor meinem... Hallo? Ja, läuft doch, Leute. Das müsste es sein, das müsste es sein. Und wenn es das nicht ist, dann ist es ein anderes. Aber dann kenne ich das andere nicht. Zur Nacht des zweiten Jahres, genau, da wollen wir hin. Sehr schön. So, hat jetzt viel gebracht, ist irgendwie nur 2 Minuten vergangen. Naja, was soll's, wir machen hier einfach ein Save und das hat's ja nun wirklich gar nicht gebracht. Aber, ja, wir müssen ja noch ein bisschen weiterreisen, ne? Haben ja noch was vor uns. Boah, Leute, wieso gehen diese Parts einfach mal so krass schnell vorbei? Das ist echt nicht mehr lustig, ey. Man fängt hier an, let's play ein bisschen, macht spielt 2 Minuten und auf einmal ist der Part vorbei, ey. Das ist unglaublich, das glaubt ihr gar nicht. Dämmerung des letzten Tages, verbleiben 98 Millionen Stunden.
So, und nochmal. Ich meine, wir haben ja sonst nichts zu tun bei dem Spiel. Spielen wir doch einfach das Lied nochmal. Oh, Leute. Ja, da wollen wir ihn reißen. Reisen, reisen, reisen. Gute Reise, gute Reise. Ja, wir haben das Spiel bald geschafft, Leute. Ich glaube, das ist so das Projekt, für was ich am längsten gebraucht habe. Das läuft irgendwie schon seit einem halben Jahr oder so, weil ich zwischendrin einfach mal überhaupt keinen Bock hatte auf das Spiel. Aber, naja, jetzt haben wir es bald fertig. Läuft schon länger als ein halbes Jahr, glaube ich. Haben wir es bald fertig. Zum Schluss hat es mir richtig Spaß gemacht. Es macht mir immer noch Spaß. Warte, du kannst im Zeitfluss nicht noch weiterreisen. Ach so, jetzt müssen wir auch noch warten. Ja, natürlich. Ja, das... Wie, ich kann nicht... Boah, das dauert ja noch ewig, Leute. Das dauert... Boah, nee. Wisst ihr was? Wir müssen jetzt hier doch im Ernst noch warten. Ich habe auch keinen Bock, jetzt irgendwas zu schneiden. Deswegen haben wir hier den Spieleberater. Und, tja, gibt's hier irgendwie sowas wie so eine Vorlegende? Kann man ja mal was vorlesen hier. Obwohl ich nicht... Willkommen, Auserwählter. Schreckliche Dinge geschehen im Lande Termina. Horrorkid, der boshafte Kobold, hat ungeahnte Macht erlangt und das Land dem Untergang geweiht. Wisst ihr, was lustig ist, wenn ich jetzt hier so vorlese, ne? Und dieses Blatt, diesen Umschlag hier, dieses vorne, dieses Deckblatt von dem Spieleberater in der Hand habe und mit meiner erhobenen Stimme spreche, dann vibriert dieses Blatt. Ich scheine also mit meiner Stimme die Frequenz dieses Blattes zu treffen. Oder, ja, zumindest ein bisschen. Naja, 3 Tage nur bleiben dem Helden Link, Termina und seine Bewohner zu retten. Läuft die Zeit ab, wird der Mond herabstürzen und das Land für immer vernichten. In deinen Händen liegt es, das schreckliche Schicksal abzuwenden. O Auserwählter, dein Geschick, dein Können und deine Intelligenz sind Terminas einzige Hoffnung. Nur du kannst Link auf seinem Abenteuer hilfreich zur Seite stehen und zusammen mit dem Helden die gefahrvollen Aufgaben meistern, die vor ihm liegen. Und wahrlich, mannigfaltig sind die Gefahren der Mission. Unbekannte Gebiete, rätselhafte Labyrinthe und bedrohliche Wesen warten auf Link und dich. Doch verzweifle nicht! Du musst den Gefahren nicht alleine trotzen. O Auserwählter, dieses Buch, das du in deinen Händen hältst, ist ein wahrer Schatz. Ein Schatz des Wissens, den du gut behüten sollst. Enthalten doch diese Schriften nützliche Hinweise zu den Gefahren, die vor dir liegen. Nutze das Wissen, um Termina zu retten. Schlage den Rat in den Wind, so verdammst du eine Welt zum Untergang. Du hast die Wahl, aber hüte dich, die Zeit ist dein größter Gegner. Die Chronisten der Zeit. Dieser Text am Anfang wirkt irgendwie wirklich wie so eine richtig fette... Also, ja, das hört sich schon beinahe krank an. Du bist der Auserwählte. Boah, Leute, wir sind der Auserwählte. Wie cool ist das denn? So, was sagt der Time? Ja. Machen wir jetzt noch hier 2 Minuten. Offizielle Spieleberater, Leute. Kann ich euch nur empfehlen. Also nicht fürs Spiel, den braucht man eigentlich nicht. Ging jetzt schneller ein bisschen mit dem. Hab mal ein bisschen nachgeguckt. Geht das schneller, weil ich das nicht mehr wusste. Schon ewig nicht mehr gespielt. Hab das Majora's Mask, hab ich eh nur 1 oder 2 Mal insgesamt überhaupt durchgespielt. Nicht besonders oft. So, am Gamecube jetzt nochmal mit allen Sachen so gut wie durchgespielt. Hab euch jetzt auch alle Sachen, alle Herzteile bis auf die auf dem Mond. Einzige, was mir wirklich noch fehlt, ist eine Krabbelmine. Die habe ich noch nirgendwo gekauft, also die fehlt im Menü noch. Genauso wie sie uns hier fehlt, fehlt auch die Krabbelmine. Ja, da fehlt sie hier neben der Bombe. Und naja, ansonsten habe ich alles. Wisst ihr was, Leute, wir machen doch jetzt hier den Cut und wir warten jetzt noch... beim nächsten Mal warten wir den Rest und ja, we see us beim nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, euer TT Gamer. Ciao.